Kommissar Fiksmanski? Ich weiß, wo der Terrorbart sich aufhält. Wer ist denn da? Fahren Sie an die Spree um 22 Uhr. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo, sagen Sie mir Ihren Namen. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Klingt nach einem neuen Fall. Verstärkung rückt gleich an und wir sind auf der Fahndung nach dem Terrorbarsch. Wir haben da wirklich sachdienliche Hinweise bekommen. Und wie gesagt, jetzt ist gerade noch ein Notruf in die Zentrale reingerauscht. Ja, mal gucken, wa? Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis gleich. Wo lang, wo lang? So, wir sind jetzt hier am Einsatzort angekommen und machen jetzt die Waffen scharf und dann Attacke. Dann Attacke, so sieht's mal aus. So kann es weitergehen. Ermitteln und Drillen kommt man ja ins Schwitzen. Deswegen lege ich mal einen Teil meiner Dienstbekleidung ab. So, weiter geht's. Kleines, offensichtlich noch nicht ganz volljähriges Straftäterchen wurde gefasst.
hat sich hier einen Händehochkollegen geschnappt, dem nach einer Schießerei, wo auch schon eine Hand fehlt. Ja, den lassen wir heute laufen. Hat noch genug Zeit, um nach Hause zu kommen. Weiter geht's. Und direkt nach Hause. Ohne Umweg. Das ist ein richtig dicker, Alter. Ja klar, so wie der zu Schuhe. Guck da. Geh von der anderen Seite. Geh von der anderen Seite. Vom Kopf. Vorsicht, er ist frei. Yeah. Das ist der Ding, den ich getroffen habe. Bam. Ja. Geil. So Leute, also wir haben auf jeden Fall den Übeltäter, wie vermutet, hier angetroffen. Ich habe mit meiner Erfahrung dann den Täter aufgespürt und dementsprechend auch verhaftet. Ja. Der wird jetzt hier maßgerecht vernommen, registriert, erkennungsdienstlich behandelt und dann schauen wir mal weiter, wie das jetzt hier dann heute Abend noch wird. Na, Herr Kollege, er wurde erkennungsdienstlich behandelt, 41 hat er und wir haben noch ein paar Hinweise bekommen, deswegen darf der Kollege jetzt wieder schwimmen. So Leute, das war wieder eine Folge Raubfischdezernat. Wir haben bis jetzt in die Morgenstunden ermittelt. Ich hoffe, euch hat es Erkenntnisse gebracht über Spreebarsche in der Nacht. Ne? Ja, wenn euch der Scheiß gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal, schreibt was Nettes in die Kommentare und in diesem Sinne, macht die Scheiße fett. Ich fahre jetzt wieder ins Dezernat. Haut rein.